Es gibt Kräfte in dieser Welt, die nicht aufzuhalten sind. Unter anderem dieser hier. Ich meine, der genau vor euch steht. Bei Let's Play Dark Souls 3. Wir haben ein paar nette, schöne Sachen gefunden beim Ende der letzten Folge. Doch möchte ich an dieser Stelle etwas sagen. Und zwar, ab jetzt bitte 0,00 Spoiler. Bitte gar nichts mehr sagen. Bitte nicht zu irgendwelchen Wänden sagen, an denen ich vorbeilaufe. Die vielleicht Platz zu machen sind. Nämlich, es gibt Leute, es gibt, also bis jetzt, jetziger Stand, was ist es? Es ist 18.40 Uhr am Montag, dem, was ist das? 25.04. Wo die meisten der Meinung sind, sie wollen, dass ich es blind spiele mit meinem jetzigen und aktuellen Stil. Und das wollen wir dann entsprechend auch belassen. Ich habe die Information, was ich für diesen ersten Schritt zu diesem Superende hin machen soll, aber da soll ja noch sehr, sehr viel kommen und das werde ich wahrscheinlich ohnehin auf eigene Faust nicht hinkriegen. Aber einen zweiten Durchgang gab es bis jetzt so ziemlich bei jedem Dark Souls-Spiel bisher. So, wir haben Schattenasche. Asche eines Bestatters hergegeben. Passing fine ash thou hast given. Let this ash bestow nourishment. Aschensalat. I only hope these new wares content thee. Mit Holzkohleeinlage. Okay. Dann können wir jetzt gucken, was wir Neues kaufen. Also wir haben einen neuen Stack Glut, den wir mitnehmen können. Das ist nice. Wir können diese zwei verschiedenen Varianten von Holzkohleharz, oder wie das Zeug heißt, genau, Harzbündel, verkohltes, können wir kaufen. Wahrscheinlich ist das teure das bessere, vermutlich, keine Ahnung, es ist in der Realität nicht ganz so. Und wir haben einen neuen Schlüssel, den wir kaufen können, sehe ich gerade. Schlüssel zur Tür der Kanalisation der untoten Siedlung. Schlüssel zu der versperrten Tür der Kanalisation unterhalb der untoten Siedlung. Das Grab, das nicht länger besucht wird, war einst die Stätte der Statue von Velka, der Göttin der Sünde. Es hieß, hier würden Missetaten vergeben und Flüche aufgehoben. Okay, offensichtlich brauche ich diesen Schlüssel nicht, weil wir schon da waren. Danke, Spiel! Diese 1500 Seelen kann ich mir also sparen. Dann haben wir, was ist das? Eine normale Hillebarde, ein Skimitar, den Talisman und die Fackel. Soll ich die Fackel mir mal kaufen? Ich weiß es nicht. So, sonst haben wir... Vielleicht ist das auch neu, das weiß ich nicht. Was ist vielleicht hier? Die helle Bade könnte neu sein. Vielleicht der eine oder andere Schild könnte neu sein. Ich meine, die Kettenrüstungszeug wurde auch schon da, weil war auch schon da gewesen. Ja, so war so die viel ist jetzt, glaube ich, nicht gewesen. Ja. Vielleicht wird es auch so freigeschaltet. Ich weiß es nicht. So, und jetzt gucken wir mal hier. Ob wir hier was Feines finden? Ich glaube, untoten Knochensplitter hatten wir auch gefunden, oder? Den können wir hier verbrennen. Ja, verbrennen wir es. Und dadurch ist der Estus Flakon auf Dings 1. Ah, und das entfacht auch gleichzeitig das Leuchtfeuer auf Stufe 2. Interessant, sehr schön. Und wir haben ja noch diesen komischen tragbaren Ofen, den Ätherofen zum Herstellen von... Wie heißt es noch? Von Ätherkristall. Nein, das war Xenoblade Chronicles, ich weiß. Sagst du mir was Neues? Well, lang ist's her. I'm Leonard, the Ringfinger. Oh. Hi, Ringfinger Man. I sent you those red eyes some time ago. Ja, habe ich gesehen. Stehen mir auch gut, ne? It, so I thought you might like to know. Ja, ich nehme mich sehr ab, vor allem im Holzfell. Orb, one that is uncracked, then kill the dark wraith survivor of the land swallowed by darkness. He has been a prisoner for many ages in the deepest cell in all Lothric. Mhm. Aha. If you didn't invade, didn't pillage, whatever would you do? Ich würde ein Restaurant aufmachen. Zum grünen Bart. If you fancy a proper red eye, or then kill me as I can. Okay, das ist also der Schlüssel. So, ich hätte nicht gedacht, dass wir den jetzt schon kriegen. Aber dazu brauchte man wohl, also ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat. Ich glaube, das war Storm, Thunderstorm. Dass man diese Zunge dafür braucht, aber die wollte er jetzt wohl doch nicht haben. Naja, ich weiß es nicht, ich gebe es nur an euch weiter. Ah, die Seele haben wir auch noch nicht nachgelesen. Die Seele des verfluchten Großholzes.
alle verdrehten Seelen von Stärke erfüllt, benutzen, um viele Seelen zu erhalten, wandeln, um ihre wahre Kraft zu extrahieren. Die verschiedensten Flüche fanden ihren Weg in die Untotensiedlung. Die schlimmsten von ihnen wurden in einen Geistbaum gebannt, forderten am Ende aber doch ihren Tribut. So, mal sehen, ob du meinen Tribut hier willst. Aber vorher will ich mir dieses Ding, wenn wir es jetzt wirklich abgeben müssen, irgendwie noch durchlesen. Wenn ich das Ding denn finde, diesen Holzkohlegrillofen, Wandlungsofen. Ein alter Wandlungsofen aus Kurland, hergestellt aus Häuten der Kristallechsen. Dann muss das ein Heizkissen sein, ne? Für die Gicht im Gleib. Dem Aschefürsten Ludelth gegeben, um eine Seelenwandlung durchzuführen. Dieser Ofen kann verdrehte Seelen wandeln, um mit Hilfe ihrer konzentrierten Essenz Spezialgegenstände herzustellen. Von jenen, die es nicht zu verwenden wissen, als verboten verdammt. Oh, ist aber verboten, dir das zu geben. Fret not, for I... So, bitteschön. Jawohl. Oh, belike it is a transposing kiln in thy possession. Wäre auch schwer. Seen better days, but methinks it shall suffice. Ich frage ja mich. Now, bring to me a twisted soul. Ich frage mich. Transposition is the art of extracting and coalescing the essence of a soul. In transposing a twisted soul, its true power transferreth to thee. Thy purpose is to seek lords and slay them. Du bist die lebendige Bedienungsanleitung dafür, was? Okay, der wird auch jetzt bei jedem IKEA-Regal mitgeliefert. Knowest thou of our purpose? Five thrones will take five lords as kindling for the linking of the fire. Ins Dunkel zu treiben auf ewig. The flame must be licked to preserve this world. Ach, schon wieder. A reenactment of the first linking of the fire. So it is. I became a lord of Cinder. I may be but small, but I will die a Colossus. Hm. Hat die erste Flamme wohl mit seinen Beinen wieder neu gemacht. Okay, was haben wir denn jetzt hier Feines? Das Hüllenschlichter Großschwert. 14 Stärk... Rodus? Aus welcher Seele wird das denn jetzt? Seele des verfluchten Großholzes. Diese Abkürzung, meine Güte. Großaxt des Dämons. Eine eher stärkeorientierte Waffe mit gewissen Anforderungen auf Intelligenz und wie heißt es? Ja, Fumbala, beten, arbeiten und beten. Dann einen Hammer, Wurzgroßhammer, 30 Stärke, never ever, Arsthors Speer. Wer ist Arsthor? Oh, das Ding könnte ich quasi jetzt schon... Habe ich 19 Geschicklichkeit schon? Wow! Ja, das wäre auch so ein Ding. Seele des verderbten Großholzes. Also ich muss mich entscheiden, entweder dies. Also das macht Vergiftung anscheinend noch dazu. Das hier nicht. 145 und 118. Ich bin eigentlich auch eher der Schwerttyp. Würde mich deswegen wohl auch eher dafür interessieren. Die Dämonenfaust. Wenn sie so gut ist wie die Faust aus dem ersten Dark Souls-Spiel. Scheiße. Aber macht Feuerschaden. Macht das Ding irgendwie Sekundärschaden? Nein, das nicht. Orientiere mich wie... Ja, Speer. Ich bin nicht unbedingt der Speertyp. Deswegen würde ich mir wohl wahrscheinlich eher dieses Schwert hier besorgen. Und die 14 Stärke möchte ich hier eh wegen der Sense haben, auf die sich hier MacAnon so sehr freut. Und wir haben des Hohepriesters linkes Auge. Das kostet gar nichts. Das ist geil und... Was macht es? Regeneriert TP mit Folgeangriff. Ich lese mal vor. Ein maskierter Ritter verwendete dieses Großschwert sein gesamtes Leben lang. Es bringt die Furcht, die sich in den Gedanken der Höllen eingebrannt hat oder ist gegen solche besonders effektiv. Es wurde einst einem Ritter von Mirra verliehen und erlaubt beidhändig geführte eine besondere Technik. Ich lese die Techniken jetzt erstmal nicht vor. Ein unter Dämonen beliebt... Danke, Spiel! Danke! Ich meine, danke, Rechner! Danke, danke, danke! So, sind wir wieder da, wir sind wieder da. Die, eine unter Dämonen beliebte Großaxt mit der Kraft des Feuers, die aus der Chaosflamme geborenen Dämonen bergen Feuer in sich. Trotzdem ist sie missgebildet und verzerrt, so als ob sie nie sein sollten. Fertigkeit, bla. Was, Feuer? Oh, wir können Feuer damit machen. Ich habe Feuer gemacht.
Der Großhammer des Vorreiterritters Vord aus dem Nordwindtal. Die ihm innewohnende Kälte baut sich im Körper des Gegners auf, verursacht Erfrierungen, saugt seine Gesundheit auf und verringert dessen Schadensminderung und Ausdauerregeneration. Nice. Der Speer. Einer der Flüche, die im Großholz schweren, und eine furchtbare Waffe von Fürst Arstor, dem Fähler. Dieser Speer ist vom fauligen, stallgiftigem Fleisch umgeben. Uah. Ein Sieg über Gegner regeneriert TP. Oh, er wird doch interessanter. Ich lasse mich einfach mal inspirieren, was ihr sehen wollt. Das ist aber auch Großholz, ne? Ansonsten würde mir nur... Das war Seele eines... Achso. Ich habe noch nicht die Seele eines Dämons. Da kann ich das Ding eh noch nicht machen. Wieso wird mir das denn dann angezeigt? Naja, auch Seele... Okay, das ist auch Seele eines Dämons. Das kann ich auch noch nicht machen, weil ich die nicht habe. Interessant. Dann ist das von Fort und das von Fort. Dann nehme ich das hier von Fort. Ja. Ein verzauberter Ring, den Hohepriester Sullivan seinen Rittern verleiht, regeneriert TP bei aufeinanderfolgenden Angriffen. Ritter, die in die schwarze Kugel blicken, werden in tödliche Kämpfe gelockt und verwandeln sich in rasende Bestien. Es ist also kein Wunder, dass der Hohepriester diese Ringe nur jenen gibt, die in fremde Länder ziehen. Was war das nochmal, 30? Nein! Digipad, so, den kaufe ich mir, so, weil ich es kann. Und das Ding kann ich jetzt... So, das hatten wir. Die Dämonenfaust ist mit Feuer durchwirkt, dessen Kräfte durch die Waffenfähigkeit entfesselt werden. Wird diese Waffe zweihändig geführt, liegt in jeder Hand eine Faust. Feuertornado hört sich erstmal gut an. Do not be away. Ja, Mama, ich komme wieder, Papa. Nicht nach 23 Uhr wieder zurückkommen, ich weiß, Papa. So, das hätten wir. Ich gucke mal, ob der Knabe was Neues sagt. You haven't given up yet. Then you're a brasher lad than I thought. You can make better use of this. Oh, danke, thank you. Not now I've flown the coop. Was aus dem Staub machte? Hä? Wieso aus dem Staub machte? Hörst du jetzt ab? The Legion of Farron is a caravan of undead. Sworn by Wolf's blood to contain the Abyss, the Legion will bury a kingdom at the first sign of exposure. Joyous bunch, really. Gaining admission to the Legion is a matter of some ceremony. Muss ich da einheiraten? Inside their keep, snuffing out the flames of three altars opens the door to the Wolf blood. Even a cursed undead want to believe they're special, it seems. I pity the sorry souls. Also, wenn wir nach Farron kommen sollten, muss ich das Feuer von drei Altären löschen. Da ich jeden Tag nur eine Folge aufnehme, hoffe ich, dass ich mich irgendwann dran erinnern kann. Okay, das hatten wir. So. Ich hatte zwischenzeitlich glatt vergessen, dass ich noch was anderes nachgucken wollte, nämlich wo es zu diesem verdammten Schmied mal wieder geht. Ich kann es mir nicht mehr. Doch, da vorne. Nämlich, vielleicht ist Mr. Deep ja wieder zurückgekehrt und hat uns irgendwas Schönes mitgebracht. Hm? Hast du was? Oh, hello. You've come at a good time. Ja? It took some prowling, but I finally made a score. Ich angel es gerade mit meiner Angel aus dem Korb. Have a gander. Ich fürchte, ich muss es kaufen wollen. Ich glaube, da ist schon ein bisschen was neu. Ich glaube, diese Blitzurne zum Beispiel. Warum muss ich es kaufen? Der hat doch gesagt, ich geb's dir. Der Langspitzschild. Spritzschild? Nein, der... Oh, ein Ritterschild und ein Schild des Hohepriesters. Das sieht nach lecker Zeug aus. Hat er auch neue Rüstung? Was ist das? Der Ritterhelm, Ritterrüstung? Ich glaube, das ist neu. Assassinenzeug ist, glaube ich, auch neu, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, der hat lecker Sachen dabei. Streitkolben, Panzerbrecher, Kriegshacke, Speer, Glaive. Hohepriester, Ritterkrummschwert... Könnte ich benutzen? Wozu? Weiß ich jetzt nicht. Ist jetzt nicht ganz in meinem Sinne, glaube ich. Aber ja, der kriegt. Goodbye. Oh, this place is a bore. What good is thievery if you've nowhere to go? Oh, okay. So, ich glaube zu genüge hier getan. Mit den anderen will ich mich jetzt noch nicht ganz auseinandersetzen. Was ich jetzt nochmal machen möchte, ist zu dem Ort zu gehen, wo wir gegen den Boss in der letzten Folge gekämpft haben. Und dort mal nachgucken, ob wir da
da jetzt vielleicht an der Stelle noch irgendwas finden können. Deswegen gehe ich zu Abruf. Bis gleich. Ja, vom bisherigen Standpunkt aus kann ich nur sagen, dass mir die Sense bisher ganz gut gefällt. Sie macht jetzt zwar noch nicht so wahnsinnig viel Schaden, aber sie ist ja noch nicht abgegradet worden. Okay, da ist mein Leuchtfeuer. Glaube ich. Und sonst? Okay, ich hätte jetzt vermutet, dass man da noch da hinten durchrennen kann oder sowas. Aber dann muss ich jetzt nochmal überlegen. Scheint mir der einzige Weg zu sein, der mir jetzt gerade noch... Irgendwie ist das hier nebliger geworden. War das schon immer so oder ist das jetzt so? Hat sich irgendwas in diesem Gebiet verändert, da ich jetzt Holzfäller geworden bin? Lumberjack Bernd. Ansonsten fällt mir jetzt gerade tatsächlich... Scheiße. Fällt mir jetzt gerade... Mork! Shark! Was? Jetzt trifft dieses Vieh mal, ey! So, ich habe bis jetzt nicht allzu viel von diesem schönen, knuffrigen Ring gespürt, dass da irgendwelche Heilungsmöglichkeiten bestünden, wenn ich Gegner umholze. Viel Schaden mache ich jetzt nicht. Ich gucke auf meine Lebensleiste. Und sehe... dass sich da nicht allzu viel tut. Vielleicht nur, wenn's... Lass mich auch mal was machen, Arsch! Nur, wenn's gelb ist? Ich meine, er lebt noch? Aufeinanderfolgende Angriffe habe ich gerade gemacht. Muss ich da im Stil wechseln oder was? Also ich verstehe es ehrlich gesagt nicht ganz, wie dieser Ring jetzt genau funktioniert. Den Schlüssel könnte ich kaufen. Er bringt mir allerdings... Ach ja, stimmt. Ist der unverwundbar? Oh, Hundi unten. So. Moment, wir gehen da oben zum Leuchtfeuer. Mir fallen jetzt zwei Dinge ein. Das eine ist, dass... Will ich es wagen? Entweder da zu diesem Leuchtfeuer, was hinter dem Eisritter gewesen ist, oder runter. Zurück in den, zur Wand. Also ihr wisst schon, zu dieser Wand halt, zu der schönen Wand. Und dort diese Tür versuchen zu öffnen. Das könnte ich mal probieren. Und es hörte sich allerdings äußerst gefährlich an. Mit diesem ultimativen Typen, den man dort besiegen kann. Oh, jetzt mache ich mal einen fiesen... Also ich kriege keine Lebenspunkte wieder, oder? Oder ist das nur zufallsbedingt, dass man das irgendwann wieder kriegt? Ja, ups. Und er ist hinüber. Oder beim Sterben? Nein, also ich sehe gerade wirklich nicht, dass ich irgendwelche... besonderen Sachen... Danke, Arsch! So, wieder kriege. Warum bin ich immer so viel langsamer als andere mit meinen schönen Waffen? Egal, so, wir sind jetzt wieder hier. Wir sehen uns dann bei dieser schönen Tür wieder. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Jetzt muss ich erstmal gucken, wo diese verdammte Tür gewesen ist irgendwo hier. Ich trage übrigens das Feuerhüterinnen-Set. Nur damit ihr Bescheid wisst, ne? Ich habe mir wieder was Neues angezogen. Fashion Bernd unterwegs. Claudia Bernda. Naja, ihr wisst schon, wen ich meine. Berndomi Campbell. Oh, du armer Irrer. Bist jetzt gleich hinüber. Ja, da frage ich mich jetzt... Hör auf, mir hinterher zu laufen. Da frage ich mich jetzt gerade, ob die Investition in diesen schönen Ring tatsächlich so gut gewesen ist, wie ich mir es hier gerade denke. Offensichtlich nicht. Ah ne, da ging es nach draußen. Ist egal. Müssen wir wahrscheinlich wieder weiter runter. Und da muss das da irgendwo gewesen sein, meine ich. Nicht? Ja. Was machst du? Ah, der Wächter. So, zack 1, zack 2, zack 3. Schwerer Angriff. Hat irgendjemand gesehen, dass ich Lebenspunkte wieder bekommen hätte? Zack. Und weg mit dir. Ja, ich weiß, das Ding ist nicht allzu stark. Das Teil, was ich hier mein eigen nenne. Die Sense. Senseo? Nein. Oh!
Zack, Bums, Fallera hinüber. Aber ich hab halt... Ah ja, stimmt, hier war auch noch einer. Ja, tut mir leid, dass ich den Weg jetzt drin lasse bis zum Spaß. Aber, die ist halt so, gell? Nee, Moment, hier war die... Wo war die scheiß Tür nochmal? Okay, hier war der Knast, wo wir Mr. Deep rausgeholt haben. Der in Zelda... Windfisch, wie hieß der Teil nochmal? Link's Awakening. Einmal im Laden etwas geklaut hat. Und deswegen hieß er... Das war... Nee, das... Dies war's nicht. Wo ist diese verdammte Tür hin gewesen? Ich hätte es mir merken sollen. Ich weiß. Ah, da drüben. Da, die Leiter runter und dann da lang. Okay, jetzt haben wir's. So. Aufzugsraumschlüssel benutzt. Yay. Und ich habe einen Estus wieder, glaube ich. Okay, wo ist der Aufzug? Da ist der Aufzug. So, dann gucken wir mal. Vielleicht begebe ich mich jetzt quasi schon viel zu früh hier runter. Oh, jetzt... Entweder viel... Oh, da steht der große, böse Übelmann, glaube ich. Steht schon wieder so viel Krams rum, dass ich... Der Aufzug ist da, dass ich fliegen kann. Vielleicht sollte ich jetzt lieber wieder auf Schildkampf umsteigen. Oh, das sieht wie ein Dark Wraith auf. Versuch Distanzkampf. Ja, von wegen. Ich hoffe, von den Viechern steht jetzt nicht wahnsinnig viel aus. Adresche. Ja, das könnte sein. Ist das dieser finstere Geist, den der meinte? Es sieht mir wirklich so ein bisschen aus wie ein Dark Wraith. Also, ich weiß gar nicht. Nicht ein Dark Raver. Mal sehen, was er kann. Schmerzen! Scheiße! Ich bin nur gerade auf dem Weg umgebracht worden, weil... Scheiße! Die Gegner hier alle kacke sind. Oh, was ist das für eine Riesen-Alter-Beule? Okay, ich werde hier den Standpunkt erreicht haben, dass ich eigentlich nur viel sterben werde, glaube ich. Das, was alle sehen wollen. 100 Milliarden Tode. Aber ich möchte... Ich kann ihm Schaden zufügen. Und ich glaube, wenn er mich einmal trifft, dann bin ich tot, weil das habe ich eben versucht. Ich kam nicht mehr weg von ihm. Haha! Aha! Aha! Nimm das, du Sau! Aha! Upsi! Man kommt wirklich schlecht weg von ihm. Es ist ein Dark Wraith, ich sehe es gerade. Ah, hab ich dich pariert, du Kumpel? Oh! Würde ich mich jetzt ganz furchtbar rächen an dir? Aua! Oh! Aua! Aua! Oh Gott! Hahaha! Da ist er! Ich hab ihn! Ich hab dich platt gemacht! Und ich bin faktisch nur einmal gegen ihn gestorben! ja, der Rest war eigenverschuldet, würde ich sagen. Von Distanzkampf! Armseliger! Kannst es wohl nicht besser! Hier! Bewerte ich jetzt schlecht! So! Adresche, genau! So, noch ein bisschen Action drin gewesen. Oh, jetzt soll ich hier nicht runterfallen, weil ich habe rein vorsorglich dafür, aber nicht, weil ich mir gedacht habe, dass ich diesen Kampf nicht schaffe. Nein, bewahre! Das, sondern weil ich... Toll, jetzt habe ich diesen... Achso, jetzt kann ich wahrscheinlich die ganze Zeit andere Welten invaden oder sowas. Es gibt ja Leute, die wollen PvP sehen, also nicht gewertete PvP-Kämpfe, weil ich da nicht sterben würde. Also, ich würde die Tode natürlich nicht sehen. Ah? Da warten sie schon auf mich. Aha. So, Sensen-Action mal wieder. Oh, hier sind meine quasi keinen Seelen. Okay, ist der Einzige, der runtergekommen ist. Vielleicht sehe ich jetzt irgendwas davon, dass mir Lebenspunkte wiedergibt. Aber nein. Oh, ich danke vielmals, Herzchen. Gut, dann glaub. Du Sau, du hier. Ich hau dir auf den Hintern. Aua. Nein, 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 komm, zack, zack, nach oben, zack, 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 so. Und am liebsten würde ich jetzt noch weiterspielen. Ich bin ganz ehrlich, ich würde am liebsten noch Titanit bekommen für meine schöne Sense. Ah, werde mich jetzt ganz furchtbar rächen an dir. Na, wieder nach unten mit dir. So, aber ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und da werden wir definitiv nicht so viel reden. Da werden wir uns dann an das Leuchtfeuer begeben. Au. Wenn wir uns...
Leben? Leben? Ja, sehr gut. Alles geplant. Ich will es spannend machen zum Schluss. Puh, das darf nicht. Ich hau dich! Verdammt nochmal! So. Das passiert mit diesen langsamen Waffen, wenn man die schnellere gewohnt ist. Naja. So. Okay. Jetzt aber. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir von diesem Leuchtfeuer, was nach dem Eisritter da war, wo wir dann weitergehen werden. Leider wieder ohne Glut. Bis dann, euer Berndi und ciao. Ich habe mich nur ein bisschen früh abgeschaltet. Online-Spielobjekt, Invasion einer beliebigen anderen Welt. Besiege den Träger der Glut der Welt, in die du eingedrungen bist, um die Stärke des Feuers zu erhalten. Der rote Augapfel ist in einem winzigen Land verwurzelt, das vor langer Zeit der Finsternis anheimfiel. Um diesen Pfad zu betreten, tritt in der Kathedrale des Abgrunds in den Dienst von Rosaria. Aber das Ding kann ich jetzt schon benutzen, nehme ich an, oder? Aber ich möchte doch angeben bei ihm hier, dass ich das Ding gefunden habe. Deswegen habe ich nochmal eingeschaltet. Ah, you found a proper red eye. Brilliant. I knew you were no ordinary man. Damit kommt man bis in die letzte Ecke rein. Now invade and pillage all you like. And if you grow weary of your duty, you too may become a finger. Wenn ich denn ein Finger? Give yourself to Rosaria of the Cathedral of the Deep. Jetzt schon einen Eid eingehen? Now invade and come on. Okay, wahrscheinlich muss ich dafür erst in diese Kathedrale des Abgrunds. Egal, so jetzt aber wirklich. Bis zum nächsten Mal dann, euer Berndi.